Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir erklimmen kurz mal hier diesen Turm. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich heute haben werde. Aber sagen wir mal spontan 20 Minuten. Und mal gucken, was wir da hinkriegen. Erstmal natürlich die Türmchen einnehmen, ne? Ich, ganz klar. So, wir befinden uns gerade in Flori. Da hinten ist eine Attentatsmission. Die kann uns aber gerade erstmal irgendwo dran vorbeigehen. Stegerei genauso. Wobei, das hier eher nicht. Aber egal. Wir wollen nämlich die Erinnerung anfangen. Moment, war da gerade noch ein... Was war gerade da in der Stadt? Ach, es war ein Brief. Ich hatte wieder noch eine Mission. Na gut. Pferdchen. Galopp bitte. Galopp. Okay, das ist zu tief. Ist auch ein bisschen irritierend. Mal kann ich drüber hinweglaufen, mal nicht. Ich kann das auch nicht riechen. Ezio, hier! Hier drüben! Oh. Initialischer Vorposten, ja. Ich vermute mal, da das da hinten das einzige Gebäude ist. Wirst du jetzt die ganze Zeit machen? Entweder ist es das Schiff. Oder ist es dieses Gebäude hier. Das das Symbol trägt. Oh, willst du das... Ach nein, jetzt mach das bitte nicht den ganzen Tag, okay? Aber auf dem Bild, was wir gerade gesehen haben, wurde doch schon ein Schiff gezeigt, ne? Na, das ist auf jeden Fall schon mal eine Feder. Ja, die wollte ich ja nicht, die wollte ich ja nicht. Deswegen wegen etwas anderem hier. Alter, der sieht mich die mal und der schreit nach mir. Es ist nicht in Ordnung mit dem Typen. Wir klettern mal hier, glaube ich, rauf, wenn es geht. Es geht nicht. Ja gut, Leonardo, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Aber vielleicht nochmal kurz hier um die Ecke luschern. Ich werde das sonst wahrscheinlich nie wiederfinden. Wobei, ich habe es mir ja gemerkt. Ich weiß ja, wo es ist. Das wurmt mich gerade, dass ich es nicht finde. Und der Typ da hinten im Hintergrund die ganze Zeit rumschreit. Na, zumal eine Truhe gefunden. Wenn ich hier ein Schriftzug wäre, würde ich mich tatsächlich, glaube ich, entweder auf dem Leuchtturm hier verstecken. Oder wie gesagt, auf dem Schiff oder in der Nähe des Schiffes, weil auf dem Bild ja auch ein Schiff drauf war. Und es ging ja um den Hafen und wir sind ja jetzt schon vom Hafen etwas weiter entfernt. Das Gute ist, hier gibt es gar nicht so viele Gebäude. Wir werden nochmal wieder kommen. Das Problem ist einfach nur, dass mich Leonardo gerade übelst abnervt. Deswegen gehen wir jetzt mal hin. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin nicht taub. Könnte auch an dem Häuschen dran sein, ne? Eigentlich überall. Okay, komm. Ezio, hier! Hier drüben! Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Den niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Lol. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum. Ich brauche Hilfe.
der schreienden Frau helfen, zurück in den Hafen zu gelangen. Okay, ihm wird schon etwas einfallen, sagt er. Also ein bisschen billig, oder? So. Boot am Start, nur wie... Aha. Oh Gott, ich flehe dich an. So hilf mir doch. Oh Gott, die Steuerung ist ganz, ganz seltsam. Okay. Ah, die Stimme kam noch von hier. Aber die ist da hinten. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio... Müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Ja, eine unerwartete Reise. Ich muss sagen, das war ein Exempel für billigem Questart. ich muss mir was einfallen lassen. Ah, da hinten schreit jemand. Ich rette sie mal. Naja. Komm, gehen wir nach Venedig, was soll's. Vielleicht ist denen erst später eingefallen, dass man irgendwie noch was einbauen sollte, was es nicht so leicht macht, auf dieses Boot zu kommen, und dachten sich, ja komm, wir packen einfach eine Katharina rein oder so. Und die haben vergessen, Katharina reinzupacken. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Ja, Katharina Sforza. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Okay. Nutte, alias damals Lucy. Ach ja. Können wir jetzt mit jemandem quatschen? Ja, da. Mit Mr. Möchtegern. Wissenschaftler. Dingenskirchens Furzi.
Was kann 16 gefunden haben, das so viel Geheimhaltung erfordert? Oh, ich weiß nicht, leider. Lucy glaubt, es ginge um den Kodex. Ich bezweifle das. Bin gespannt, ob es so einschneidend wird, wie 16 glaubt. Scheiße, dürfte ich den Animus benutzen, hätte ich es längst herausgefunden. Stattdessen, wie immer, muss ich hier auf der Ersatzbank sitzen. Tja. Was hast du vor? Wer bist du, meine Mutter? Ich habe Hinweise auf Codex-Seiten verfolgt, um zu sehen, ob es noch welche davon gibt. Und? Nichts Konkretes. Eine soll im Archiv der Zentralen Nationalbibliothek von Florenz sein. Ein paar sind wohl bei Sammlern gelandet. Vermutlich Templer. Ich würde hier jemanden losschicken, aber wir haben nicht viel Personal. Wie ist der Codex nach Italien gekommen? Ich meine, ist das ein Zufall? Dante Alighieri, mit Hilfe von Marco Polo. Im Ernst? 1321 ist irgendwas passiert, ja. Nun, ich arbeite noch an den Verbindungen. Aber soweit ich weiß, begegnete Marco Polo den Assassinen beim Besuch Kublai Khans. Und ja, dort muss er den Codex erhalten haben. Und wieder zurück in Italien übergab er ihn Dante. Dante war ein Sympathisant, wenn nicht gar selbst ein Assassine. Tja, ich weiß nicht, was die beiden zusammenführte. Aber ich wette, wir können es herausfinden. Ich glaube, Lucy möchte nicht, dass wir im Animus herumfuschen. Ja, stimmt wohl. Wir haben genug zu tun. Schätze, meine Neugier wird sich ein wenig gedulden müssen. Oh, ich hätte es gerne gewusst. Und wieso ist da gerade jemand aufgeploppt und dann wieder verschwunden? Wie bist du hier reingeraten? Die meisten Assassinen sind wie du, Desmond, ja? Assassinen von Geburt an. Aber ich nicht. Ah, oh, nicht schon wieder. Was? Er hat gefragt. Egal, ich hatte immer schon ein Faible für das Unerklärbare. Es hat etwas Faszinierendes, nicht? Das Gefühl, dass das Leben interessanter und mysteriöser ist, als man uns beigebracht hat. Und dann? Bist du einfach über die Assassinen gestolpert? Nein. Eigentlich habe ich zuerst die Templer gefunden. Abstergo ist eine große Firma. Zu groß. Irgendjemand macht einen Fehler. Wie diese Sache mit dem Fluorid jetzt. Nur, dass ich das schon vor Jahren aufdeckte. Ich muss so 14, 15 gewesen sein. Du wusstest, dass Abstergo den Templern gehört? Nein, anfangs nicht. Ich wusste, dass sie nichts Gutes im Sinn haben. Und ich dachte, ich könnte etwas dagegen tun. Habe alles rausgesucht, was ich über die Firma finden konnte. Und in Newsgroups veröffentlicht, um die Wahrheit zu verbreiten. Um Leute zu suchen, die mir mehr erzählen konnten. Das muss sie aufmerksam gemacht haben. Nun, zum Glück zuerst nur Rebecca. Sonst würde ich jetzt wohl bei den Fischen schlafen. Gern geschehen. Ja, sie wollte mich warnen. Sie sagte, ich hätte mich mit den falschen Leuten angelegt. Und was hast du getan? Ich hielt dich für einen Psycho. Aber jetzt weißt du es besser. Jetzt weiß ich, dass du nur ein bisschen irre bist. In Kurzform. Ich habe seinen Arsch gerettet. Mehrmals. Ich hätte ihn einfach Abstergo überlassen sollen. Sieh an, jetzt spielt sie die Harte. Was ist dann passiert? Ich habe ein Talent, Desmond. Ich denke in Zusammenhängen, erkenne Verbindungen. Wie dein Adlerauge, weißt du? Nur nützlich. Ich bot ihm einen Platz bei uns an. Ja, hast du, ja. Die Alternative? Ein Leben auf der Flucht vor dem mächtigsten Konzern der Welt. Ich entschied mich für das Leben. Da bin ich eigen. Und nahm an. Und seitdem recherchiere und analysiere ich für sie. Das Beste ist, ich liebe es. Wofür ist das? Ich kontrolliere die anderen Teams. Andere Teams? Die Templer haben die Edensplitter mit Hilfe der Karte gesucht, die sie von dir bei Abstergo haben. Zum Glück hat Lucy uns eine Kopie besorgt, also können wir sie verfolgen. Und wie funktioniert das? Bisher ganz gut. Wenn sie auch nur einen der Splitter finden, bekommen wir Probleme. Ah, langsam fällt der Groschen, oder? Darum trainieren wir dich. Sobald du alles kannst, was du brauchst, schicken wir dich ins Feld. Was ist mit dir? Warum bist du nicht draußen? Ich bin nicht da draußen, weil ich andere Fachgebiete habe. Und ganz im Vertrauen, so ist es mir lieber. Aber täusch dich nicht, Desmond. Ich bin durch und durch Assassine. Ich habe getötet. Und werde es wieder tun. Es ist nur, dass ich es lieber nicht täte. Mhm. Okay. Sie muss ja jetzt hier irgendwo sein, oder? Da ist sie doch. Hey, gute Arbeit heute. Bist ein Naturtalent. Danke. Es wird definitiv einfacher. Ich muss sagen, nach all dem Scheiß bei Abstergo ist es schön, mal bei den Guten mitzuspielen. Bei den Guten? Mach dir doch nichts vor. Was willst du damit sagen?
Falls du es vergessen hast, Rebecca, wir sind Assassinen. Ich könnte es nachschlagen, aber es bedeutet, wir bringen Menschen um. Nur wenn wir müssen. Man hat die Wahl und wählt zu töten. Ich habe nicht getötet. Nein, noch nicht. Aber was glaubst du, warum wir das alles machen? Glaubst du, Lucy verschafft dir Ezios Fähigkeiten, damit du in Südamerika Schulen baust und Reis an hungernde Indonesier liefern kannst? Was bist du, ein Veganer? Du wärst der erste vegane Assassine der Geschichte. Naja, es ist nicht ideal. Jemanden töten ist niemals einfach. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Manchmal, Desmond, muss das sein, damit sich etwas ändert. Da hat sie recht. Aber bilde dir bloß nicht ein, du hättest keine Wahl. Ich meine, geht es nicht genau darum, den freien Willen zu beschützen? Tja, ja. Alter. Sorry, ich wollte keine ganz so große Sache daraus machen. Na, schon gut. Also, wie benimmt sie sich? Die Übersetzungssoftware ist noch zu langsam. Du wirst hier und da etwas Italienisch hören. Tut mir leid. Kein Problem. Die Maschine von Abstergo war auch nicht perfekt. Und die Untertitel sind definitiv ein Plus. Was für Untertitel? Habe ich noch gar nicht gesehen. Na gut. Gehen wir erstmal zu Lucy. Die müsste sich hier unten befinden, ne? Soll ich hier runter? Soll ich schon anfangen? Ach, da ist sie. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Okay. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Okay. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Okay. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Oh. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch eins zusammen und wir sind fertig. Hallo, mein Pferd. nice. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vidic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Mhm. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben, nach allem, was die Templer ihm angetan haben, nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Ich habe alle gefunden.
Sie sagte drei. Wir haben drei gefunden. Oder gab es mehr als drei? Ach, da hinten. Wollte schon sagen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich komme. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Ja, Freunde, und mit diesen herzerweichenden Worten von Lucy, sie mag mich. Oh, die Nutte, sie mag mich. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.